Okay, Leute, was jetzt folgt, ist ein wunderschöner Vlog aus dem wunderschönen Land Namibia. Wir sind quasi jetzt an unserem Ziel angekommen, haben aber vorher schon eine Menge anderer Sachen erlebt, die unglaublich eindrucksvoll und unglaublich bewegend gewesen sind. Wir sind jetzt letztendlich an unserem Ziel angekommen, nämlich beim DRC Schulprojekt, welches hier quasi gemeinsam mit unserer 24-Stunden-Charity-Leistung mit ungefähr, ich glaube, 12.000 Euro, wenn es nicht stimmt, korrigiert mich Leute, ich glaube 12.000 Euro waren es insgesamt, unterstützt haben. Das war euer Geld, das war mein Geld, das war das Geld von vielen YouTubern, die da mitgewirkt haben. Dieses DRC-Schulprojekt ist quasi genau der Grund, warum wir überhaupt hier sind. Ich würde sagen, bevor wir jetzt auf das Projekt zu sprechen kommen, zeige ich euch erstmal ganz kurz, was in den letzten Tagen passiert ist, und hier gibt es ein paar wunderschöne Eindrücke von unserer Reise, und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Ihr habt vielleicht mitbekommen, Leute, wir sind hier gerade im Norden von Windhoek in einem Township angekommen. Das ist ein Township mit 200.000 bis 300.000 Leuten. Unser Projekt, was wir den Zwergkosmos unterstützen, ist auch in einem Township angesiedelt. Allerdings sind da maximal 15.000 Leute. Das hier ist einfach so surreal zu sehen, denn hier ist eine komplette Parallelgesellschaft irgendwie aufgebaut. Hier ist keine Polizei. Wir gehen jetzt da vorne in die Bar und holen uns ein Bier. Los. Sometimes the people in the community, they also call the police. Because they cannot sleep at all, the music is too high. Is there like a big problem with alcohol? Like a lot of people addicted to alcohol? Yeah. Alcohol in Namibia is a problem. Wir sind jetzt in einem Frauenprojekt angekommen, Leute. Das ist quasi ein Projekt, was sich für namibianische Frauen einsetzt, für die Rechte der Frauen, die immer noch tatsächlich relativ klein gehalten werden, ein wenig unterdrückt werden. Und das Projekt heißt Tendunka, und hier gibt es, glaube ich gesagt, 40 Angestellte insgesamt, die halt tatsächlich Kissenbezüge fertigen, alles handgemacht. Sie werden selbst bemalt, und ich habe mich gerade voll in diesen Elefanten verliebt und ich will den jetzt kaufen, aber Jody sagt, der passt nicht. Ich habe das nicht gesagt. Können wir den jetzt kaufen? Ja, natürlich. Dann kaufen wir den jetzt. Ich habe einen Elefant gekauft, Leute. Nice. Hä? Revi? Oh! Hey Leute, da habt ihr mich wohl gerade an meiner stündlichen Sporteinheit erwischt, die ich natürlich jede Stunde mache, um diesen Astralkörper zu wahren. Können wir nicht reinschneiden, oder? Ist ja voll peinlich. Lass, komm, schneiden wir raus. Hast du jetzt doch reingeschnitten, oder? Ja, sau unangenehm. Leute, was geht? Wie euch Zukunftsrevi vielleicht schon erklärt hat, erklärt euch jetzt Vergangenheitsrevi von eurer Perspektive aus, wie wir das Ganze überhaupt hier finanzieren, warum wir uns das Ganze leisten können und was wir überhaupt hier machen. Leute, ich würde sagen, wir fangen erstmal generell mit unseren Unterkünften an. Die meisten Unterkünfte, die wir hatten, waren so etwas. Und zwar war das ein ganz einfaches Zelt, und wir können uns da echt sau dankbar. Komm mal wieder zurück mit der Kamera, Mann, man hört mich doch gar nicht laden. Wir können uns da echt sau dankbar schätzen, Leute, dass wir da Partner gefunden haben, die uns tatsächlich die Hotels bzw. die Lodges hier alle gesponsert haben. Wir sind zwar nicht so teuer pro Nacht, aber Leute, wenn das natürlich Geld ist, was man sich sparen kann, ist das ganz nett. Die haben gesehen, dass wir halt für einen wohltätigen Zweck hier sind, und dementsprechend kriegen wir das Ganze halt quasi hier umsonst gestellt, und ich bin mega froh darüber. Es sind super, super coole Sachen dabei gewesen. Schaut euch mal bitte diese wunderschöne Landschaft an. Komm mal zurück, Leute. Ich würde sagen, wir lassen halt einfach nicht irgendwelche unprofessionellen Kamerabilder sprechen, sondern es gibt jetzt für euch ein bisschen Nature Porn. So Leute, und falls ihr euch fragt, wer mich die ganze Zeit filmt, es ist Ralf! Es gibt eine kleine Geschichte zu Ralf und Thomas, Leute. Es gibt einmal den Thomas, der ist super, super zuverlässig, super, super toller Typ, und Ralf ist halt so ein Trottel, der... Ja, also was habe ich jetzt schon vergessen? Du hast den Schlüssel vergessen von einer Lodge, du hast... Nein. Ralf wurde sein... Eine Minute, 37 Sekunden später. Ralf ist ein ziemlicher Trottel, Thomas... Jock ist ja bester Mann. Leute, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz in diese kleine wunderbare Stube hier rein, und ich zeige euch mal, wie es sich überhaupt im Busch so lebt, Leute. Es ist relativ einfach gehalten. Da schläft Jody, da schlaf ich. Gut, ich denke, man kann die Betten auch sicherlich hier irgendwie auseinanderschieben. Geht es vielleicht nicht.
So, schon viel besser, Leute. Hier vorne, Leute, ist unser wunderschönes Badezimmer. Wie gesagt, das sind sehr, sehr einfache, aber sehr, sehr coole Unterkünfte, denn man ist quasi direkt mitten in der Natur, Leute. Und hier, meine Freunde, geht's ins Badezimmer. Schaut euch das mal an, es ist wunderschön. Also es ist echt sehr einfach gehalten, aber super, super cool. Da ist ein Klo, da ist ein Digga, warum bist du nackt, Alter? Was ist mit dir? Keine Ahnung, was Revi da vorne wieder gemacht hat. Er hat sich einfach nackt gemacht. Aber so leben wir quasi hier und es ist sehr, 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 sehr geräumig. Sehr spartanisch, aber dafür umso geiler. Es fühlt sich an wie ein riesiges Abenteuer hier, Leute. Und ich glaube, wenn man sich das Ganze hier mal anschaut, was... Digga... Alter, kann man hier nicht mehr pissen? Was soll das alles? Digga, Junge! Ich schwöre, ich bereue es so, ihn eingestellt zu haben. Da vorne kommt Jody Calussi! Kannst du ein bisschen schneller laufen? Das dauert sau lange. Ich will jetzt nicht die Kamera so lang... Ist ja mal sauaffig. Perfekt, Jordi. Du noch ein paar Worte an meine Zuschauer vielleicht zu dieser wunderschönen Unterkunft hier. Yo. Leute, auf jeden Fall würde ich sagen, war es das von diesem kleinen Take. Und ich würde sagen, wir springen zurück nach Swakopmund zu dem Zukunftsrevi. Was soll ich sagen, Leute? Das war auf jeden Fall unsere Reise. Es hat ultra viel Spaß gemacht. Ihr habt noch ein bisschen was darüber erfahren, wie wir das Ganze finanziert haben und so weiter und so fort. Und jetzt seht ihr vielleicht, dass hier noch ein Stein neben mir frei ist. Vielleicht kennt ihr Volkan noch aus verschiedenen anderen Videos, die ich schon gedreht habe. Volkan ist Teil meines Managements eigentlich. Und jetzt sind wir quasi hier. Ich bin fassungslos. Ich bin einfach, Leute, ich bin sprachlos. Das, was wir hier auf die Beine gestellt haben, ihr habt eine Schaukel gesehen, ihr habt den Container mit den Büchern gesehen, das sind alles eure Gelder, die hier reingegangen sind. Und es gibt noch sehr viel mehr, was wir quasi tun können. Und deshalb wird es auf jeden Fall nochmal 24-Stunden-Stream geben und nochmal verschiedene Events für das Ganze hier. Aber es ist für mich einfach unglaublich ergreifend und bewegend zu sehen, halt, dass mit eurem Geld alles möglich gewesen ist und was du hier auf die Beine gestellt hast, Mann. Ja, echt. Vielen Dank, vor allem überhaupt für die Spende, für die große Spende. Mich bewegt das gerade auch ein bisschen, weil ich find's cool zu sehen, wenn einem Menschen etwas bewegt, dann bewegt es mich auch. Und das ist dieses Projekt ist meine Lebensaufgabe geworden und das erfüllt mich mit viel Sinn und mit viel Liebe und mit Leidenschaft. Und deswegen finde ich es toll, so große Unterstützung zu genießen. Alter. Ja, so viel Geld bekommen zu haben. Wir haben es sinnvoll investiert. Wir haben einen Schulcontainer gekauft und wir haben ein Fenster reingemacht, wir haben eine Tür reingemacht, damit wir Platz haben für noch mehr Kinder. In diesem Township wohnen über 15.000 bis 20.000 Menschen und wir sind das einzige Schulprojekt hier, das kostenlosen Unterricht anbietet für Kinder, die sich Bildung nicht leisten können. Ihr müsst euch so vorstellen, Leute, es gibt staatliche Schulen, die kosten zwar kein Geld, aber da kostet die Schuluniform Geld, die Bücher kosten Geld, fürs Lunch kostet es Geld und so weiter und so fort. Und das ist alles so dermaßen teuer, dass sich das halt viele Leute aus diesem Township hier nicht leisten können. Und dieses Schulprojekt ist quasi komplett kostenlos. Das heißt, Kinder können hier hingehen, wenn sie keinen Platz in der richtigen Schule morgens beispielsweise bekommen, weil einfach keine Sitzplätze mehr da sind. Dann können sie hier hinkommen und sich einfach dazusetzen und halt lernen. Wir unterrichten sie dann in Mathe, Englisch, wo eben gerade Bedarf besteht. Wir haben bis zu 60 Kindergartenkinder, die wir aufnehmen morgens, damit sie eben sich sozialisieren können, die Sprachen lernen können, die sie brauchen für die Arbeit später. Und ja, was ich noch sagen wollte, das Geld floss nicht nur in die Bücherei, die wir erbaut haben, sondern auch in den Spielplatz. Ein Herz für Kinder hat uns dabei unterstützt. Tillmann ist derjenige von Ein Herz für Kinder, der das quasi Spielplatzplanung mit ein wenig betreut hat und das Ganze auch irgendwo mit möglich gemacht hat. Letztendlich, dass das so gut funktioniert ist, vor allem, dass wir hier sichere Spielgeräte haben. Ich meine, gut, ich habe zwar nicht in Deutschland eine Rutsche gesehen, die 4 Meter hoch ist, aber hey, warum nicht, ne? Ja. Hier können Kinder einfach ihre Kindheit genießen. Die können einfach nur Kinder sein. Die sind hier sicher, die sind hier behütet. Und die sind hier sicher, genau. Hier gibt es Freiwillige vom Deutschen Roten Kreuz. Wir haben Lehrer hier, die toll unterrichten. Das ist halt letztendlich der Grund, warum wir hier sind, Leute. Und das ist der Grund, warum ich diesen Stream gemacht habe, weil ich habe halt durch Volker von diesem Projekt erfahren und habe halt gesagt, wir müssen halt irgendwie was tun. Ich meine, selbst wenn es jetzt halt nur 12.000 Euro gewesen sind, Leute, haben wir auf jeden Fall beim nächsten Mal das Ziel, es deutlich mehr zu machen. Es gibt noch so viel, was angeschafft werden muss. Es gibt ein Schultor, was fehlt. Es gibt vielleicht noch Fenster, die repariert werden müssen. Es gibt Spielgeräte, die sich eventuell ergänzen ließen. Ich bin euch allen von ganzem Herzen, jetzt, wo ich hier bin, vorher sowieso auch schon, aber jetzt, gerade wo ich hier bin, in diesem Moment, so dermaßen dankbar, dass ihr das möglich gemacht habt, dass ihr das unterstützt habt. Es ist unglaublich ergreifend zu sehen, dass hier Kinder sind, die niemals die Möglichkeit auf Bildung hätten. Niemals in ihrem ganzen Leben hätten die Möglichkeit auf Bildung. Die haben jetzt gerade die Möglichkeit, hier zu spielen, hier zu lernen, gemeinsam etwas aus ihrem Leben zu machen. Das ist einfach nur unglaublich krass und ihr habt das ermöglicht, Leute. Ihr seid quasi schuld daran, dass diesen Kindern eine Zukunft geboten wird. Und das ist dermaßen heftig, dass so... zu realisieren. Lass du, gleich noch mal, du musst noch Fußball spielen noch, mit den Kindern. Hast du ihm versprochen? Ich muss noch Fußball spielen gegen die Kinder, Leute. Das wird auf jeden Fall auch witzig. Die werden nicht abzocken. Wir werden gleich nochmal vielleicht die Drohne steigen lassen, damit ihr mal eine ungefähre Impression des ganzen Townships bekommt, wie riesig das ist. Der Staat könnte von heute auf morgen kommen und sagt, okay, reißt eure Hütten ab, wir müssen euch umsiedeln oder sagt einfach nur, reißt eure Hütten ab und dann wohin mit euch, keine Ahnung. Genau. Die sind alle illegal hier. Das sind alles Leute, die teilweise keine Ausweispapiere wahrscheinlich haben, nicht irgendwo registriert sind. Diese Leute existieren letztendlich auf dem Papier gar nicht und denen wird hier halt die Möglichkeit gegeben, ein Teil dieser Gesellschaft zu werden. Das
einfach unglaublich heftig ist. Und ja, Leute, wir haben es in der Hand. Wir können hier noch deutlich mehr was machen. Ich würde sagen, jetzt genug des sentimentalen Geredes. Und jetzt spielen wir wahrscheinlich eine Runde Fußball gegen die Kinder. Das Ding ist, Leute, ich habe noch nie so heftige Spielzüge auf keinem Bambini-Fußballplatz in keiner A-Jugend, B-Jugend in Deutschland gesehen. Die werden uns so hart abziehen. Ich würde sagen, wir spielen jetzt ein bisschen Fußball. Pass auf, da ist ein tollwütiger Hund. Und ja, jetzt lasse ich mich ein bisschen beim Fußball abziehen. Thomas und ich sind gerade hier quasi in der Bücherei und diese Bücherei ist entstanden unter anderem, weil ihr Geld gespendet habt. Hier sind über 600 Bücher drin, Leute. Die Kinder sind jetzt schon nach Hause gegangen, es ist Samstag. Natürlich ist Samstag keine Schule, die sind extra heute hingekommen, damit wir ein bisschen Fußball spielen können. Es gab ein wenig Gummibärchen für die Kids und ein paar sind jetzt noch hier, können auch freiwillig tatsächlich dann, wenn sie noch möchten, die drei hier. Hello guys, you good? Was machst du da hinten, Kira? Arbeiten? Sehr gut. Perfekt, perfekt. Ich habe euch noch gar nicht die Klassenräume bzw. das ganze Gelände gezeigt. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Wir haben jetzt ein paar wunderschöne Shots von oben gesehen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den Klassenraum rüber. Und ich zeige euch mal, Leute, wie dermaßen anders ein Klassenraum hier in Namibia, in diesem Township ist, im Gegensatz zu Deutschland. Denn das ist was komplett anderes. Stellt euch vor, ihr habt Unterricht in einem Container. Und in diesem Container sitzen an einem Tisch, wenn es gut läuft, ein Kind, wenn es schlecht läuft, mehrere Kinder auch. Je nachdem, wie voll es halt ist. Und die werden hier in Reihen aufgebaut. Quasi steht da vorne Lehrer und der Klassenzimmer endet hier hinten. Könnt ihr euch vorstellen? Ich meine, ich habe schlechte Augen, Leute. Wenn ihr hier ganz hinten sitzt, irgendwas von da vorne mitzubekommen, das ist wirklich schwierig. Deshalb, Leute, kann es hier und muss es hier auf jeden Fall weitergehen. Wir haben hier nebenan noch einen weiteren Klassenraum. Hier ist aber schon abgeschlossen. Da ist das Büro drin. Links daneben ist noch ein Klassenraum. Natürlich ist hier alles mit gewissen Regeln, an denen sich die Kinder halten müssen. Klar, Erziehung ist auch eine wichtige Sache. Hello, guys. What are you doing? Hi. Want to say hi to the camera? Diese ganzen Schulgebäude hier vorne sind alle quasi Teil des Programms und es kann auf jeden Fall noch weitergehen. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann eine zweite Etage. Vielleicht gibt es irgendwann, was ich persönlich super cool finden würde, einen Kunstrasenplatz für die Kinder. Es fehlt ein Zauntor, es fehlt eine Asphaltierung des Basketballplatzes. Es fehlt so viel. Es fehlt einfach so dermaßen viel und wir können auf jeden Fall echt eine Menge dafür tun, das ein kleines Stück besser zu machen, Leute. Zum Beispiel hier vorne, seht ihr das? Da ist die Mauer offen. Da muss eigentlich ein Tor hin, denn hier ist eine stark befahrene Straße, Leute. Ja, ich weiß nicht. Jetzt, wo man hier ist, ist es so ein Stück weit noch mehr Herzensprojekt schon vorher und ich muss euch einfach echt danken dafür, dass ihr uns hier unterstützt. Und ganz kurz, Jodie? Ja? Das ist aber nicht erlaubt, ne? Die Kinder durften das eben auch nicht. Hier, ich habe hier alle Erlaubnis. Du hast alle Erlaubnis hier. Ja, ich habe hier Erlaubnis bekommen. You good? Sie wohnt auch hier. Say hi to the camera. Hello. You like her? Is she friendly to you? Do you like me? Yes? Ich würde sagen, das war's soweit von diesem Teil hier vom Vlog. Ich glaube, ihr habt meine Message verstanden. Tut, was ihr könnt. Nächste 24 Stunden Livestream wird komplett diesem Projekt hier gewidmet. Es wird ein riesiger, unglaublich heftiger 24 Stunden Livestream, Leute. Den wir versuchen, so professionell wie möglich zu machen. Schaut euch bitte das Ganze hier an, Leute. Und das hier ist eine kleine Hoffnungsoase mitten in diesem Wellblech-Elend. Wir haben sie in der Hand, Leute. Lasst uns gemeinsam was ändern. Der nächste 24 Stunden Livestream wird komplett diesem Projekt gewidmet. Und ich rutsche jetzt hier die Rutsche runter. Aua. Und ich glaube, ich bin zu dick dafür. Leute, ich würde sagen, wir fahren jetzt weiter und sehen uns beim morgigen Tag. Macht's gut, haut rein, bis dann, ciao. Ungefähr 4 Tage danach, denn wir haben es auf der Reise einfach nicht mehr geschafft, noch weiter zu vloggen. Wir haben uns tatsächlich danach eine kleine Auszeit gegönnt. Wir waren noch einen zweiten Tag im Projekt. Ich weiß nicht, ob Thomas, hast du davon Aufnahmen gehabt? Ja, ein bisschen. Ihr habt es gesehen, wir haben mit den Kindern ein bisschen Research betrieben, haben mit denen Hausaufgaben gemacht und so weiter und so fort, Leute. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war eine unglaublich eindrucksvolle Reise für uns. Es hat sau krass viel Spaß gemacht. Dieses Land Namibia ist eins der coolsten Länder, wo ich jemals gewesen bin. Die Kultur hat mich richtig gepackt und ich freue mich auf jeden Fall, jetzt direkt nächstes Jahr wieder dahin zu fliegen. Gerade auch das Projekt, Leute. Wir haben es in der Hand. Wir können so viel bewegen, Leute. Und deshalb freue ich mich jetzt schon, announcen zu können, dass es einen 24-Stunden-Livestream geben wird. Der wird zwischen Weihnachten und Neujahr stattfinden, Leute. Und dieser 24-Stunden-Livestream wird größer und besser als der letzte. Der wird mit mehr Leuten gestartet. Es wird im ganzen UFO eine kleine Veranstaltung geben dazu. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das schon mal in den Kalender eintragt. Den genauen Tag kann ich euch noch nicht nennen. Das wird auf jeden Fall alles gerade von uns konzeptioniert. Wir brauchen auf jeden Fall echt eine Menge Spendengelder, Leute.
Leute und die anderen aus dem UFO stehen da auch hinter mir und haben auf jeden Fall Bock, uns da zu unterstützen. Ich wollte sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Es war jetzt ein Video, was wir quasi über die ganze Zeit gedreht haben. Es hat echt eine Menge Aufwand gekostet. Thomas ist schon die ganze Zeit dran hier am Schneiden. Ich mache in der Zwischenzeit Empire und anderen Kram. Also wir teilen uns hier gerade quasi komplett auf. Nächste Woche geht schon weiter auf die nächste Reise. Das hat eine Menge mit meiner Musik zu tun, die wir gerade ja am Konzipieren sind. Viele Leute wissen das noch gar nicht. Da kommt auch nochmal ein separates Video zu. Aber wenn ihr noch ein paar wunderschöne Impressionen von Namibia sehen wollt, checkt auf jeden Fall diesen Boy auf. Der hat ein wunderschönes Video hochgeladen auf seinem Kanal. Da gibt es ein paar nette Impressionen von Namibia zu sehen. Ich bin damit raus, Leute. Bedanke mich. Und alle Links zu Sponsoren für das Projekt und der PayPal-Spenden-Link zum Projekt ist auch in der Beschreibung. Also wenn ihr jetzt schon was abdrücken wollt, tut es gerne. Und wir sehen uns dann spätestens bei 24 Stunden. Da ist es zwischen Weihnachten und Neujahr wieder. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und es liegt mir echt am Herzen, Leute, dass wir jetzt gemeinsam was verändern. In diesem Sinne, meine Freunde, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.